Herzlich willkommen zu einer Folge von Bloons Tower Defense 6. Es gibt ja diese dumme Meme mit du erhältst, ich bekomme, die von TikTok stammt, glaube ich. Und heute will ich diese Meme einmal nach Bloons bringen. Denn ich habe gesehen, ich habe die Herausforderung sofortige Grafikation. Verwende einen Stufe 5 Insta-Affen. Als Belohnung bekommt man, glaube ich, einen Stufe 5 Affen. Das heißt, wir bezahlen einen Stufe 5 Affen und kriegen dafür einen Stufe 5 Affen. Und das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich habe übrigens das Rennen von heute unter 5 Minuten hingekriegt. Der Tipp, den ich gekriegt habe, dass der Wurfelaffe mit der oberen Skillung auch sehr, sehr gut ist, hat geholfen. Ich glaube, wir haben es in 4,50 hingekriegt. Damit sind wir mit den Rennen eigentlich auch schon fast durch. Schließe ein Rennen in unter 3 Minuten ab. Ja, gute Nacht. Da muss ich mir echt ein Video für angucken, weil das werde ich nicht hinkriegen. Aber gut, ich will da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Denn ich will auch noch mal kurz was zum Fragezeichen-Achievement zeigen. Denn es gibt hier dieses Achievement und da sind drei Fragezeichen drin, die drei Fragezeichen. Und um dieses Achievement freizuspielen, musst du eine Map schaffen, wo du theoretisch einen Gegenstand verkaufen kannst. Zum Beispiel bei der Map Hochfinanz. Da kannst du ja alles wegkaufen, zum Beispiel da links oben, zack, kannst du das wegkaufen. Und wenn du aber eine Map spielst und da nichts wegkaufst, dann bekommst du da plus 1%. Weil ich glaube, du musst 100 Maps schaffen. Du musst 100 Maps schaffen, ohne irgendwas wegzukaufen und dann kriegst du dieses Achievement. Und ja, das werden wir heute auch mal kurz machen, denn wir springen mal auf die Map Schlittschuhe. Und Standard so von mir aus. Und ich will diese Map Schlittschuhe einmal machen. Und ich werde direkt zu Beginn meinen Stufe 5 Insta-Affen raushauen, um das Achievement schon mal zu schaffen. Da. So, das sollten wir es geschafft haben. Ich hoffe, das zählt. Das da rechts kann ich verkaufen, werde ich aber nicht machen. Wie gesagt, mir geht's um den Erfolg. Wir machen jetzt hier den Eisaffen hin. So. Fürs Video heute würde ich nämlich ganz gerne einfach gucken, wie viel Kohle kann ich damit machen? Weil ich würde das ganz cool finden, ehrlich gesagt, bis Runde 40 zu spielen und nur Eisaffen zu benutzen. Das heißt, das Gebäude hier unten und sonst nur Eisaffen zu 100%. Leute, die es nicht wissen, in Runde 40 kommt ein Moab. Und was können die Eisaffen quasi nicht killen? Den Moab. Es sei denn halt, du skillst Eiszapfenpfahl. Und ich will einfach mal gucken, kommen wir nach Eiszapfenpfahl und kriegen wir das alles ganz entspannt hin? Das hat schon 55.000 generiert in 10 Runden. Ich habe komplett, ernsthaft, zu 100% habe ich unterschätzt, wie krass die Bank einfach ist. Aber gut, wir haben den Stufe 5 Insta-Affen rausgehauen für eine Runde, wo es im Grunde egal ist. Ja, fairerweise, ich habe so viele Insta-Affen, der tut nichts weh. Der Moab ist auch down gegangen. Yep. So, und wir müssten jetzt noch einen neuen Insta-Affen gekriegt haben, ne? Ja, sofortige Gratifikation. Wir kriegen... ist gar nicht bad. Ist gar nicht bad. Wir kriegen einen Stufe 5 Affenpionier. Das ist gar nicht so bad. Lass uns das auch mal dann sinnvoll einsetzen. Und lass uns mal den Modus halbes Geld auf der Map vor der Küste machen. Weil ich muss langsam auch mal echt drauf gucken, den schwarzen Rand zu kriegen. Weil bei Fortgeschritten fehlt mir nur noch Vorbereitet. Das sieht halt nur nicht so aus, weil ich halt auf fast kaum Maps den schwarzen Rand geholt habe. Lass uns mal vor der Küste machen. Halbes Geld. Zack. Halbes Geld ist doch im Grunde egal, wenn ich so früh in Stufe 5 Affen raushaue. Das sollte doch richtig easy sein. So, wo bist du? Wo bist du, Pionier? Da. Den mache ich dann dahin. So. Ja, okay, jetzt haben wir hier einen riesigen. Perfekt, dankeschön. Jetzt haben wir auch noch einen riesigen Affen. Dankeschön. Brauchen wir überhaupt mehr als ihn? Also ein Affendorf wäre natürlich noch nicht verkehrt. Aber kriegt ihr es alleine nicht hin bis Runde 80? Aber gut, wir ziehen durch. Wir ziehen durch, Leute. Wir ziehen durch. Wenn die explodieren, sind die kleinen. Seht ihr? Die schrumpfen mit der Todesanimation. Okay. Also die Geschütztürme sind riesig. Todesanimation winzig. Okay. Wir machen wahnsinnig wenig Geld. Halbes Geldmodus natürlich logisch, ne? Aber. Bisschen unbefriedigend. Ich hätte gedacht, das geht alles ein bisschen schneller. Na gut, dann machen wir das mal mit dem Sniper. So. So, der sich dann gleich um die Tarnballons kümmern. Und dann sind wir schon mal safe bis Runde 40. Und dann sollte das vom Geld langsam auch mal klar gehen, dass wir ein bisschen was schaffen. Wir haben ja hier schon eine gute Basis. Und ja, riesige Affentürme. Mache ich sehr, sehr ungern, weil das nimmt einfach so ein bisschen die Sicht weg. Weil die Affen sind ja riesig, aber die sehen nur riesig aus. Also es ist quasi eine Illusion. Ich kann diesen Affen genau dahin platzieren, wo ich ihn vorher platzieren konnte. Da, seht ihr, der steht da ja quasi in den anderen Affen drin. Und kein Fan.
bin ich kein Fan von riesigen Affentürmen. Das macht es einfach schwer, präzise Positionen zu finden. Aber, um hier jetzt ein bisschen durchzurennen, 600 Geld zu kriegen, definitiv in Ordnung. Und wir schaffen gerade auch wirklich viele Herausforderungen. Muss man auch mal so sehen, was die Herausforderungen angeht. Sprinten wir ein bisschen. Ich kann sogar doch einfach... Ist da Platz für einen Alchemisten? Ja, ich mach da mal einen Alchemisten hin. Ich denke, ich skill den einfach Mitte 2 und dann unten durch. Plus ihn sollte das wahrscheinlich reichen. Vielleicht Runde 63 problematisch. Ich glaube aber nicht. Ich habe da Vertrauen in die Affen. In meine Affen. Ich habe da Vertrauen. Und ja, für viele gilt der halbe Geldmodus. Ja, als schwerer als manche Schimpansen-Modi. Und ja, sehe ich nicht so, ehrlich gesagt. Weil beim halben Geldmodus kannst du ja die ganzen Insta-Affen raushauen, die du gesammelt hast. Und wenn du ganz normal spielst, oder halt so spielst, wie ich gerne spiele, also bis Level 100 immer suchten, dann hast du halt sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr viele Insta-Affen. Dann sammelt sich das sehr schnell an. Also meiner Erfahrung nach macht das schon Sinn, im halben Geldmodus auch Marktplätze, Bananenplantagen, eine Bank zu platzieren. Die bringt es halt nicht so sehr wie sonst, aber ist auch nicht so verkehrt. Das machen wir aber erst nach Runde 40. Bis Runde 40 verbessern wir noch ein bisschen was. Weil, warum? Warum eigentlich? Weil wir sind safe stark genug, um Runde 40 zu schaffen. Nee, nevermind. Wir machen schon eine riesige Plantage, bitte. Dankeschön. Okay, der Sniper killt weiterhin alles Unsichtbare. Der Pionier ist größere. Ja, funktioniert alles. Wir brauchen jetzt relativ schnell eigentlich ein Affendorf, damit der Pionier auch alles Unsichtbare angreifen kann. Oder wir skillen auch semi-automatisch. Wir machen mal Marktplatz. Seht ihr, der macht jetzt zwar auch nur 10, aber der macht dafür pro Runde, ich glaube, 6 mal 10. Also, das ist okay. Wir werden da ein bisschen Gewinn machen. Unsichtbar kommt noch ein bisschen zu... Unsichtbar kommt noch ein bisschen zu weit, Hilfe. Ich habe Leben verloren. Trotzdem wertvolle Bananen noch skillen. Wichtig. Und wir können ja auch noch andere Einheiten raushauen. Wir können... Wobei, ich brauche doch kein Affendorf. Ich kann es einfach so machen. Moment. So. So. Oh, das ist übrigens so fett. Das passt nicht ganz unter Wasser, seht ihr? Es ist noch ein bisschen oberhalb. Kommt vor, wenn man zu dick ist. Kommt vor. Wir machen noch eine Plantage, so. Da müssen wir jetzt nochmal ordentlich warten. Aber wie gesagt, nach meiner Erfahrung refinanziert sich das. Zumal wir das auch nochmal verkaufen können, alles. Plutonium-Reaktor, der macht jetzt auch Schaden. Einmal, zweimal, der macht mehr Schaden. Der ist so fett. Der ist einfach zu 90% aus dem Wasser raus. Großes Affentürm ist lustig. Aber wie gesagt, das kann ich nicht häufiger machen als einmal im Monat. Es nervt einfach zu sehr, um halt präzise Einheiten zu platzieren. Weil alles so riesig und fett ist. Ich würde sagen, wir skillen mal hier auf semi-automatisch. Zack, dass er noch ein bisschen stärker ist. Wir warten auch, ich glaube, wir skillen ihn auf Stufe 5. Wir haben das jetzt da gegen Tarnballons, das da für Tarn... Okay. BFB lebt ein bisschen lange, ist jetzt aber kaputt. Dankeschön. Und ganz ehrlich, Runde 63 könnte uns Probleme machen. Runde 63 könnte relativ weit kommen. Aber ich habe ja auch Owen platziert. Das heißt, im Notfall kann ich einfach hinten einen Baum beschwören. Der saugt ja auch ordentlich was weg. Und dann passt das bestimmt schon Runde 63 so. Ja, wir brauchen den Baum. Wir brauchen Owens Baum. Okay. Sniper mal geskillt. Ja, wir brauchen wirklich den Baum. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, es wird ein bisschen mehr Selbstläufer. Okay. Runde 80 sollte kein Problem sein. Wenn doch, hätten wir ein Problem. Deswegen Runde 80 sollte kein Problem sein. Nope. Nope. Das oben da hinten steht vielleicht ein Problem. Okay, wir hätten es Runde 80 geschafft. Aber wie gesagt, ich will noch ein bisschen weitermachen. Bis Runde 100. Ich habe das Gefühl, der wäre eine kleine Geldverschwendung. Aber warum ist... Mal eine Frage. Warum ist der Wolf von oben klein? Warum ist der Baum von oben klein? Aber warum ist dann der... Das Totem riesig? Weil das Totem eine Einheit ist quasi. Aber der Wolf hat doch auch verdient, riesig zu werden. Das ist ja unfair. Diskriminierend ist das quasi. Theoretisch würde ich sagen, das passt. Weil ab Runde 90 brauchen wir theoretisch Eiszapfenpfahl, um alles langsamer zu machen. Und Affendorf muss auf die nächste Stufe. Dann wären wir wahrscheinlich safe. Wenn ich dann noch einen Ninja mache, wären wir wahrscheinlich safe für Runde 95, 98 so. Ich könnte auch den Sniper verkaufen. Muss man auch so sehen. Der Sniper taugt es nicht mehr so sehr im Late Game. Das wären einfach 8000, die ich woanders besser investieren könnte. Deswegen, wenn alle Stricke reißen, wäre er ein Affe, den ich wegballern würde. Ganz ehrlich, ich mach das auch. Ist das dumm?
Ah, ist nicht dumm, ist nicht dumm. Ich mach das so. Weg, weg. Eiszapfen voll. Und Affennachrichtendienst. So. Okay, jetzt sollten wir damit stark genug sein, um bis Runde 95 zu kommen. Und durch das Einfrieren und Slow Motion sollten wir alles langsam genug machen. Und dann sollte der Affenpionier genug Schaden machen, um das alles kaputt zu kriegen. Und für Runde 100 muss ich auch noch mal ein bisschen was verkaufen. Weil dann wollen wir wahrscheinlich ein paar Explosionen haben. Okay. Ja, wir haben auf jeden Fall einen Plan. Ich weiß nicht, ob die ganz aufgeht. Höchstwahrscheinlich fehlt mir ein bisschen Geld. Muss aber dazu sagen, halbes Geld spielst du eigentlich nicht bis Runde 100. Das mache ich jetzt halt für den Content, weil es lustig ist. Aber eigentlich macht man das nicht. Wenn Runde 95 jetzt gleich kommt, hauen wir Slow Motion raus, sobald es geht. Das heißt, jetzt. Jetzt Slow Motion. Wir machen mal... Ja, Runde 95, klar. Baumblock da hinten, übertrieben nice. Nochmal einen neuen Baum. Nochmal Nagelsturm, sorry, da kam so viel durch. Okay. Okay, das Spiel, will's also nicht anders. Okay, Moment. Du hast es nicht anders gewollt, dann kommt jetzt der ganz Fette. Kommt jetzt Dad. Kommt jetzt Dad vorbei. So. Hauen wir den raus. Damit ihr jetzt besser seht, wo der ist. Baue ich kurz meine Facecam nach oben. Das Spiel hat das so gewollt. Ich wollte den nicht raushauen. Das Spiel hat mich gezwungen, den rauszuhauen. Ich wollte das ja gar nicht. Wenn es nach mir ginge, hätte ich den niemals rausgehauen. Sorry, Spiel. Ja, und geschafft. Sorry, Spiel. Das war nie meine Absicht. Das tut mir richtig leid. Wenn er kaputt geht, Slow Motion. Boom. So. Ja, Runde 98 hat mich gezwungen, zu viele Insta-Affen rauszuhauen. Aber gut, warum nicht? Kann man ja mal machen für ein Video. Halbes Geld hier geschafft. Es gab uns 600. Gut, dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Hier ist es übrigens auf 58 gesprungen. Das war vorher auf 57. Und dann sehen wir es dann aber. Bis zum nächsten Mal. Falls ihr Ideen für Videos habt, schreibt mir in die Kommentare. Bis dahin und ciao.